Alter, was geht ab, Leute? Wir sind am Flughafen. Ja, und ab. Kein Bock mehr auf Deutschland. Goodbye. Würde ich gern sagen, aber ich habe nur meinen Vater hier zum Flughafen gebracht. Und dann wollte ich was testen. Und zwar gibt es so eine App. Freechly heißt die. Das ist für, ja, früher war es für Influencer, ja, aber mittlerweile haben die das Limit runter auf 250 geschoben. Oder 2500. Auf jeden Fall ist das Limit sehr niedrig, sich da anzumelden. Auch wenn es laut den Bewertungen anscheinend nicht klappt. Und dann kannst du halt in Restaurants gehen. Und wenn du da entweder Story oder Post machst, gibt es Rabatte oder kriegst Gutscheine. Und einladen, der gibt relativ viel für einen Post. Den gibt es hier am Flughafen. Problem ist, hinter, also in den Terminals, nach Security. Hätte ich letztes Mal abchecken können, wo ich nach Berlin geflogen bin. Da bin ich, glaube ich, an dem Land vorbeigegangen. Aber hier von draußen kommt man leider nicht rein. Am Hilton gibt es übrigens ein Michelin-Star-Restaurant. Und ja, beim Bullenmarkt werde ich alle Michelin-Star-Restaurants in München testen und dann sind wir spätestens da wieder da. Also apropos Reels und Posts für Restaurants machen, das sind ja Kooperationen sozusagen. Wir treffen uns jetzt mit jemandem, der will eine Kooperation mit mir. Ja. Und ja, also in der Single Edition ganz klar halt geht es halt darum, Leute, die Single sind, einfach dazu ermutigen. Das ist ermutigen, ja, ich verstehe schon. Draußen auch nicht mehr über Online-Dating-Apps halt auch so Frauen kennenzulernen oder ja, was halt auf jeden Fall verloren gegangen ist, so untergegangen ist in letzter Zeit. Ja, und das hast du halt wieder mit der Kicks. Und das sind echt super geile Aufgaben. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe für die Aufgaben gegeben. Das ist es, Leute. Also an was das mich vielleicht erinnert ist, kennst du diese One-Chip-Challenge? Ja. Das ist ja auch so ein Produkt eigentlich nur, so Gag-mäßig, aber das hat ja auch, ist richtig viral gegangen, Trend. Wenn so das in die Richtung, wenn das in die Richtung geht, ja. Das wäre krass. Das wäre krass, natürlich, sowas. Vor allem, wir schreiben die Aufgaben auch auf Englisch. Das heißt, wir könnten dann bald, wenn wir auf Amazon dann auch gelistet sind, wo wir krass noch dran arbeiten, dann könnten wir auch international verkaufen, was halt auch echt krass werden könnte. Also wenn es ein Trend in den USA wird oder so, oder hier in Deutschland, dann wird's crazy. Der Website habe ich aber irgendwas mit Edeka gesehen. Ja, wir sind in einem Edeka vertreten, ist aber ein, ist nicht die Zentrale, das ist halt ein privater Edeka. Ja, verstehe. Deswegen, ja, uns fehlen auch die Connections, aber... Ja, klar, boah, schwierig. Ja. Was mit Höhle der Löwen? Ich glaube, die Idee zieht nicht mehr. Nicht? Ich glaube nicht. Wie lange gibt's euch schon? Uns gibt's seit Dezember letzten Jahres, also 2022. Okay. Bisschen länger als ein bisher, dreiviertel Jahr, okay. Ja, ein ganz neuer auf dem Markt. Okay. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Typische Standardfrage. Oh, ich glaube, mein Mitbewohner und ich waren in der Küche und haben einfach gelabert und haben uns gedacht, wie langweilig es eigentlich ist. Also wie wenig Möglichkeiten man draußen mittlerweile hat, neue Menschen kennenzulernen. Und, ja, und dann haben wir uns halt eine Viertelstunde hingehockt und drüber nachgedacht, was man da machen könnte oder was dann ändern könnte. Und dann sind wir auf die Idee von Dead Kicks gekommen. Kennst du... Boxen oder... Nee, in so einer Box. Kennst du Pechkekse? Ja, kenn ich. Ja. So eine Box Pechkekse hatte ich mal gekauft. Zum Spaß, ja. Und? Wie war's? Also die haben nicht so geil geschmeckt, aber... Also unsere Kekse schmecken, das kann ich dir versichern. Das sehen wir gleich noch. Ich weiß nicht. War nett, aber es war halt so einmalig, so einmal zum Schauen und dann... Ja, und dann war es das. Dann war es das. Nee, unser Ziel ist eigentlich schon tatsächlich, dass die Leute dann auch immer wieder das als Gag hernehmen. Also es soll nicht einmal gespielt werden und dann sagen, oh nee, fühle ich nicht. Sondern man soll sich halt denken, so, oh, das war echt lustig. So, und sind mit den Jungs, wir haben jetzt immer was zu erzählen mit den Jungs oder mit den Mädels. Und nächste Woche machen wir das nochmal. Weißt du, so. Boah, ich weiß nicht, Mann. Ich kann mir das so noch gar nicht vorstellen. Du sagst, der schmeckt besser als normaler chinesischer Glückskeks. Ja, ich würde aber den nehmen, weil der ist schon etwas älter. Boah, kein Problem. Ich habe schon oft alte Sachen gegessen. Die sind auch gut,
Also nicht schlecht, aber die schmecken nicht mehr so. Weil die schon, die sind jetzt schon... Bisschen weicher geworden. Okay, ich probiere den trotzdem. Okay. Du wirst den Unterschied schmecken, ja. Ja? Ja. Achso, aber nur von wie knackig die noch sind. Ja, genau. Ja. Eine leichte Vanillenote. Kann das sein? So, was würde denn da drin stehen? Du musst die Aufgabe machen, allein schon wegen deinen Zuschauern jetzt. Du hast die Aufgabe gemacht, den Keks geöffnet, mein. Okay, aber das ist zu aufwendig. Lade eine Person zu einem spontanen Picknick ein und besorgt euch gemeinsame Snacks und Spiele. Aber okay. Ah, okay, das war die Singles-Edition. Mm. Boah, das ist ja mega spontan. Okay, wir haben jetzt so einen groben Eindruck. Ah ja, okay, der ist ein bisschen, ja. Mm. Deswegen, die Haltbarkeit ist von dem... Wie lange halten die dann? Im Schnitt so 7 bis 8 Monate. Mm. Die werden nicht schlecht. So ein Glückskeks hält halt ewig. Mm. Aber vom Geschmack her und von der Qualität lassen wir halt nach. Deswegen, mm, ja. Ja, okay, aber den gibt es jetzt nur in Deutsch. Also erst seit der zweiten Edition habt ihr... Richtig, auf Englisch, okay. Mit umgestellt. Daran haben wir eigentlich bei der ersten Edition gedacht, aber ja. Und wie ist jetzt sozusagen, um Freunde, Connections zu machen? Die erste meine ich jetzt. Das ist die komplett erste Charge. Da, ja, sind ganz viele wilde Aufgaben dabei, wo wir sagen, die wären lustig oder die könnte man machen. Und, okay, aber woher weiß man, was, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, wilde Sachen zu erleben? Mhm. Also kommt jetzt sowas wie hier, sprich mit einer fremden Person zu einer Rechten, wo ich eher so Freundschaften oder Connections aufbaue. Ja, ja. Also, das ist ja nochmal ein... Oh, sorry. Man könnte sagen... Das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen so Funny-Aufgaben, so theirs, ja, und so, hey, ich lerne jetzt Leute kennen, ich Mut, irgendjemanden anzusprechen. Ja, ja, voll. Also, aber das ist ein wilder Mix trotzdem. Okay? Ja. Jetzt brauchen wir nur noch die Reichweite. Wer will keine Reichweite? Reichweite ist wie eine Bergung, Leute. Das ist noch eine abschließende Message. Du hast gerade ein paar inspirierende Worte rausgehauen. Ja. Dass du an deinen Traum hier glaubst. Ja? If you can dream it, you can make it. So, ja. Holt euch den Deckkicks, bleibt nicht Single. Und ja. Ich freue mich, wenn die ganze Sache auf TikTok dann losgeht. Holt euch so einen Keks, macht eine Challenge draus und genau, markiert uns. Ich freue mich. Mein Support hat er. Das ist ein vietnamesischer Kollege, der versucht, ein Business aufzubauen. Fühle ich. Hatte ich auch mal versucht. Aber jetzt nur Cashflow, Baby. Jetzt nur Krypto. Deswegen, wenn ich da meinen Teil beitragen kann und da ein wenig zurückgeben kann. Yo, ja, war ein interessantes Meeting. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu dem Produkt. Wird das was? Seht ihr Potenzial? Seht ihr kein Potenzial? Ich fühle es, wenn man sich was aufbauen will, wenn man von unten nach oben kommen will. Jetzt egal in welchem Bereich. Wir wollen ja gerade auch Social Media von unten nach oben. Und wenn man das supporten kann, Karma. Weil wie will ich erwarten, dass ich von unten nach oben komme, wenn ich nicht bereit bin, anderen Leuten von unten nach oben zu helfen? Schauen wir mal. Also ich versuche irgendwie ein Video zu machen zu dem Produkt. Wir haben jetzt so eine Box bekommen mit diesen Keksen. Falls mir was Witziges einfällt mit den Jungs und die am Start sind, dann wird da ein Video folgen. Ansonsten wünschen wir den Leuten da viel Glück. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, Leaf und Crypto, Crypto Cash, Beginner, Tracking Series, Business und ciao.